Warte, ich bin gleich fertig. Was tun wir hier? Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier. Ihr wundert euch wahrscheinlich gerade, was ich im Auto mache. Wir. Meine Schwester ist nämlich auch wieder dabei. Wir drehen nämlich heute ein 24 Stunden im Auto-Video. Und ganz genau. Gleichzeitig. Instagram bestimmt. Ja, Beruhigung! Ja. Wir drehen ein 24 Stunden im Auto-Video. Haben schon sehr, sehr viel vorbereitet. Hier hinten liegen unsere ganzen Sachen. Und wir zeigen gleich, was wir mit haben. Aber wir machen nicht nur ein 24 Stunden im Auto-Video, weil ich glaube, das haben schon einige vor uns gemacht. Das gibt es schon. Wir haben uns überlegt, wir machen gleichzeitig auch noch ein Instagram bestimmt mein Leben-Video. Das heißt, wir sitzen 24 Stunden im Auto und ihr, beziehungsweise Instagram, also meine Instagram-Story-Zuschauer, bestimmt die ganze Zeit über, was wir hier in diesem Auto 24 Stunden lang tun. Ist das crazy? Ja. Das ist crazy. Ich habe ein kleines Auto, einen kleinen Mini. Und auch noch mit Cabrio-Dach. Das heißt, wir haben nicht sehr viel Platz hier. Obwohl. Wir haben vorhin schon die erste Instagram-Umfrage gemacht. Und zwar diese hier. Und die erste Frage direkt kommt jetzt schon. Dürfen wir unsere bequemen Hosen anlassen? Oder wollt ihr, dass wir Jeanshosen anziehen? Wir sitzen jetzt zwar schon im Auto, aber ich hoffe, ihr habt euch richtig entschieden. Ich schau mal. Ja, 69% von euch haben gesagt, wir dürfen die bequemen Hosen anlassen. Und das haben wir instinktiv einfach schon mal gemacht. Sehr, sehr vielen Dank an euch. Ihr wart schon mal jetzt nicht fies zu uns. Ich glaube, wir machen jetzt auch direkt die nächste Aufgabe. Es ist nämlich eigentlich ganz schönes Wetter und wir haben ja ein Cabrio-Dach. Oh nein, das wird voll kalt. Vielleicht ja auch nicht. Wir wissen ja noch nicht, was die Leute sagen. Die nächste Frage ist, ob wir das Cabrio-Dach aufmachen sollen oder zulassen sollen. Genau. Übrigens zum Protokoll. Wir sitzen seit knapp 10 Uhr hier in diesem Auto drin. Wir haben jetzt 10.19 Uhr. Bis morgen 10 Uhr müssen wir in diesem Auto hier verweilen. Eine Ewigkeit später. Wir sind jetzt ein paar Minuten rumgefahren und haben schon gewartet. Und Leute, die Auflösung. Wer hätte es gedacht? Wir sollen das Dach natürlich aufmachen. Logisch. Ich nehme meine Decke, das wird voll kalt. Ich würde sagen, dann wird jetzt mal hier das Dach aufgedrückt. Ey. Ich habe gesehen, was sie eingepackt hat. Sie hat ganz schön viel vergessen. Was habe ich? Das schnellste Taschen-Unboxing, was ihr jemals gesehen habt. Laptop, Zahnbürste, Kamera, Portemonnaie, Stativ, wasserfeste Augen-Make-up-Entferner, Wattepad, Abschminktücher, Kopfhörer. Ich habe mal eine Frage, was mit Zahnpasta? Du hast doch bestimmt Zahnpasta, oder? Ich bin schon 6 bis 12 und du bist 18. Habe ich heute halt jüngere Zähne als sonst. Oh, guck mal die Sonne! Wir haben Kuschelkissen, Wasser, Essen und so, Tablet, wenn wir irgendwo hinfahren, mein Kissen. Und so sieht es aus. Top. Ich finde, mittlerweile ist es eigentlich Zeit für Mittagessen, oder? Was willst du essen? Sag naja, mehr als irgendein Drive-Ding können wir nicht machen, oder? Nächste Umfrage. Wir haben mittlerweile ganz schön Hunger bekommen. Und mehr als irgendwie ein Drive-Ding können wir ja nicht machen. Also schreibt mal, in welches Drive-In wir gehen sollen. Wir können uns nicht entscheiden. McDrive oder Drive-In? Schreibt mal, in welches Drive-In. Posten. Also ich wollte für Burger King. Jetzt mal gucken, was alle anderen sagen. Oh nein! 85% McDonald's und 15% Burger King. Nein! Okay, dann fahren wir halt zu McDonald's. I'm so fly and I can dance. Was machst du? Guck mal, wir sind hier mitten am Arsch der Welt. Komplett auf dem Land. Wow! Jana haut die Witze raus. Ich hab Hunger. Ich will essen. Da ist schon der Kampfmann für Julia. Darüber macht man keine Witze. Nur weil ich schon ein bisschen gestört bin. Ja, mit Süßsauersoße. Das wär's, danke. Ja, danke schön. Ich hol schon mal das Brettchen. Brettchen. Dankeschön. Tschüss. Dankeschön, ciao, ciao. Ja, tschüss. Ich habe mir überlegt, das Dach jetzt während des Essens wenigstens zuzumachen. Mariana hat sogar so ein Brettding hier mitgenommen, damit wir gut essen können. Ich hasse das, bei McDonald's so zu essen, weil das ist dann immer so umständlich. Ja, da hast du recht. Das ist eine gute Idee von dir gewesen. Mariana ist schon geübt im McDonald's-Essen. Deswegen hat sie hier schon ihre Tricks auf Lager. Das macht sie immer so, jeden Tag. Gesund sind wir heute mal wieder unterwegs, würde ich sagen. Ne? Seid ihr auch so Leute, die ihre Mayonnaise immer in den Deckel von dem Burger-Ding tun? Ich will das immer machen, aber ich vergesse es immer. Ich mach das ganz oft. Ha. Jana, ich muss langsam pipi. Dann musst du einfach einen Joker nehmen. Ja, ich weiß. Jana und ich haben, bevor wir hier eingestiegen sind, abgemacht, dass wir 5 Joker haben. Zusammen. Aber zusammen. Also 5 Joker für uns zusammen. Aber. Das heißt, einer hat einen Joker mehr als der andere. 14.42 Uhr haben wir. Ich glaube, ich nehme jetzt einen Joker.
Hallo. War erfolgreich, ja. Uns ist gerade hammerlangweilig und dann haben wir uns gedacht, wir können doch ein Medikali drehen. Genau. Ich halte das so und dann gehst du so hoch und dann mach ich so, zieh ich das so weg. Gefühlt jetzt ganz schön lange gebraucht. Egal, ist ganz cool geworden. Und es ist jetzt online. Jana hat gerade einfach eine Story gemacht und ich habe es gar nicht mitbekommen. Sie hat gefragt, was sie essen soll, Banane oder Apfelmus. 70% haben für Apfelmus gestimmt. Hm. Leute. Warum ist das gerade passiert? Nein, alles ist voll Apfelmus. Jemand nimmt einen Joker, weil jemand muss aufs Klo. Es sind schon zwei Joker weg. Wir haben noch drei und es ist 17 Uhr. Oh, shit. Guck mal, wer uns besucht. Luna. Hey. Wir sitzen den ganzen Tag im Auto. Warum machen wir das? Gut, oder? Bist du müde? Bist du die ganze Zeit am Herumtollen? Die denkt, wir haben sie nicht mehr alle. Du siehst so süß aus, mein Schatzi. Wir fahren jetzt ein kleines Ründchen Auto mit der Luna, weil die üben muss, Auto zu fahren, weil die das nicht mag. Die sabbert immer ein kleines bisschen. Deswegen müssen wir jeden Tag eine kleine Runde fahren, haben die beim Tierarzt gesagt. Denkt immer, was ist hier los? Warum fahren die mit mir rum? Warum wackelt das so? Deswegen fahren wir jetzt ein kleines Ründchen. 2 Stunden später. Julia ist gerade einfach irgendwo hingefahren. Ja, und dann ist mir aufgefallen, dass man hier gar nicht hinfahren darf. Oh. Kein Plan, wo wir sind. Es wird langsam später und wir haben uns überlegt, wir wollen jetzt einen Film gucken. Da wir uns natürlich nicht entscheiden können, was für einen Film wir gucken, beziehungsweise weil wir hoffen, dass ich eine sehr nette Community habe, werden wir jetzt euch fragen. Ach genau, und übrigens haben wir jetzt gerade 18.37 Uhr. Uns ist mittlerweile etwas langweilig und jetzt haben wir die Frage an euch. Sollen wir entweder Bibi und Tina der Film gucken oder eine Dokumentation über die Fortpflanzung von Greifvögeln? Bitte entscheidet euch richtig. Ich hoffe auf euch, Leute, wirklich. Ich möchte mir nicht 2 Stunden lang irgendwas über die Fortpflanzung von Greifvögeln anschauen. Macht mal eine Dänemoji in die Kommentare, wenn ihr bei der Insta-Story-Umfrage mitgemacht habt. 12 Sekunden später. Und Achtung, wir können Bibi und Tina gucken. Ich bin sehr, sehr froh. Vielen, vielen Dank. 79% von euch haben gesagt, dass wir Bibi und Tina schauen dürfen. Wir haben uns jetzt zurück in die Garage verpflanzt und wir werden das Tor jetzt auch zumachen, damit wir eine Kinoatmosphäre Deluxe haben. Wir haben es geschafft. Wir gucken jetzt Bibi und Tina da vorne. Wir haben schon fast 19 Uhr, das heißt, wir haben 9 Stunden schon geschafft. Wir haben gerade eine Umfrage gemacht. Jana hat Hunger auf Eis. Wir haben aber noch eine Banane hier im Auto. Sollen wir Eis holen fahren oder die Banane essen? Und zum Glück habt ihr natürlich wieder fürs Eis gestimmt. Ich mag euch sehr, Leute. Und deswegen ziehe ich mir gerade meine Schuhe wieder an. Jetzt fahren wir uns ein Eis holen. Gerade mal, was wir haben. Unser Eis, was gar kein Eis ist, sondern ein Getränk. Egal. Irgendwie so ein KitKat-Slush-Eis. 3 Stunden später. Wo haben wir, Jana? Wir haben 21.51 Uhr. Wir haben gerade schon den Film ein bisschen weiter geguckt und ich habe mir überlegt, dass ich mich jetzt abschminken werde. Das Licht ist bombastisch. Wir müssen gleich auch noch Zähne putzen. Das wird lustig. Ich glaube, Abschminken ist ziemlich langweilig, deshalb. Tada! Abgeschminkt. Yay. Bibi und Tina ist mittlerweile vorbei. Ich habe gerade schon eine neue Umfrage gemacht. So Leute, wir haben Bibi und Tina jetzt mittlerweile zu Ende geguckt. Und jetzt ist die Frage, wir haben jetzt 10:30. Sollen wir noch einen Film gucken oder schlafen gehen? Bis jetzt ein paar Leute bei der Umfrage mitgemacht haben, putzen wir schon mal unsere Zähne. Ich habe dummerweise nur meine elektrische Zahnbürste gefunden. Tunk das jetzt einfach mal so da rein. Und wir haben uns einen Messbecher mitgenommen, um da rein zu spucken. Ich habe ja meine Zahnpasta vergessen, deswegen muss ich jetzt Janas nehmen. Das ist so eine Junior-Zahnpasta, aber ey, besser als von wann bis wann ist die? Von 6 bis 12 Jahren. Bin ein bisschen älter als 12, aber das passt schon. Hab noch nie im Auto meine Zähne geputzt, also Premiere hier. Meine
Ist jetzt mehr oder weniger sauber, aber besser als nicht. Ey, 71% von euch sagen, dass wir noch einen Film schauen sollen. Wir haben jetzt mittlerweile 10 vor 11 und dann gucken wir jetzt noch einen Film, würde ich sagen. Ich mache mal kurz Licht an, ich will euch nur kurz zeigen. Wir haben es uns hier jetzt schon bequem gemacht. Bin hier mit meinem Kissen, habe hier die Decke, vor mir ist das Lenkrad. Und den Sitz habe ich so weit, wie es geht, nach hinten gemacht. Jana hat auch hier ihre Decke und ihr Kissen. Oh, hi. Hab ich gar nicht gepeilt. Ich habe gerade meinen zweiten Joker verwendet und bin auf die Toilette gehüpft. Damit ist der dritte Joker insgesamt, glaube ich, oder? Schwache Blase habe ich im Gegensatz zu dir anscheinend. Es ist jetzt 23.54 Uhr und wir gehen jetzt schlafen. Ich bin hammermüde. Bis morgen. Oh mein Gott, das sieht gerade richtig gruselig aus mit diesem... Oh mein Gott. Ich bin kein Vampir, Leute. Keine Sorge. Bis morgen. Nächsten Tag. Guten Morgen. Wie lange bist du schon wach? Nicht lange. Wo ich aussehe? 9:30 Uhr. Ach du Scheiße, ich hätte nicht gedacht, dass ich hier bis 9:30 Uhr schlafen könnte. Ey, wir sind nur eine halbe Stunde. Geil. Boah, warte mal. Special Effect. Wow. Sitz nach oben. Wie sehe ich aus? Es ist so hell, weil das Garagentor ist hoch. Wann hat wer das Garagentor aufgemacht? Gut, dass ich das nicht mehr mitbekomme. Das ist eigentlich voll laut. Na, egal. Eine halbe Stunde schaffen wir noch. So, wir haben jetzt gerade in der Zwischenzeit aufgeräumt hier in der Karre, weil es sah sehr schlimm aus. Um uns die Zeit so ein bisschen zu vertreiben. Und jetzt haben wir gerade auf die Uhr geschaut und gesehen, es ist schon 10.06 Uhr. Das heißt, wir dürfen raus. Wir dürfen raus. Wir haben es tatsächlich. Ach so, übrigens, wir haben 4 Joker benutzt. 4? Nein, ich glaube nur 3. Wir haben gar nicht alle Pipi-Joker benutzt. Ich dachte, wir werden richtig am Limit sein. Auch echt. Dolle aufs Klo, muss ich sagen. Und ich freue mich am allermeisten jetzt drauf, Zähne zu putzen und duschen zu gehen. Duschen gehen. Ich fühle mich so eklig, Leute. Man sieht es wahrscheinlich. Ja, du fühlst dich super. Wir haben es tatsächlich geschafft, 24 Stunden in diesem Auto zu sitzen. Ich freue mich so sehr. Bevor wir jetzt aber wirklich aus diesem Auto hier aussteigen, den Ort, an dem wir die letzten 24 Stunden unseres Lebens verbracht haben. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt ihm auf jeden Fall gerne einen fetten Daumen nach oben. Das ist voll crazy, weil wir haben das halt wirklich gemacht, Leute. Das ist kein Fake. Wir haben wirklich 24 Stunden in diesem Auto gesessen. Wenn ihr nochmal so verrückte Videos von uns sehen wollt, dann schreibt uns auf jeden Fall unten in die Kommentare, worauf ihr Bock hättet. Hier könnt ihr jetzt noch zu meinen beiden letzten Videos kommen. Da. Hier könnt ihr mich abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Darüber würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns geduscht in meinem nächsten Video wieder. Tschüss. Tschüss.